Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und mir ist aufgefallen, ich habe kein Projekt mehr. Oh mein Gott, kurze Panikwelle hat mich erfasst. Und dann habe ich mir meine Kommentare und so durchgeschaut und alle, die mir so geschrieben haben, da war der ein oder andere oder die ein oder andere dabei, die sagt, Mensch, du kannst so gut erklären. Und du bist relativ ruhig und entspannt. Ich gebe mir Mühe. Mach doch mal was von Anfang an. Und nicht so mit Musik hier dahinter, sondern auch wirklich mit erklären und was du dir dabei denkst und so. Ja, gesagt, getan. Zack, neues Projekt her. Ich möchte jetzt Spanisch lernen. Nein, Spaß beiseite. Dieses Wörterbuch habe ich ausgeschlachtet. Das ist ein bisschen größer als A5. Das heißt, A5 Seiten passen gut rein. Ich habe jetzt hier A4. Wenn man sich das hier mal so anguckt, da ist nur noch ein bisschen was Platz. Man möchte ja auch ein bisschen Spitze und Gedöns und so damit reinbringen. Dieses Büchlein ist wirklich nicht das Schmalste dieser Welt. Wir haben 5,5 cm vom Rücken her. Also ich werde mindestens mal 4 Signaturen da reinbauen. So, jetzt kommt ihr ins Spiel. Der Wunsch war ja von Anfang bis Ende so ein Journal. Das wird echt lange dauern. Ich werde bestimmt auch das eine oder andere Video noch nebenbei oder zwischendurch machen, so als Quickie oder ähnliches, weil die Dinger hier werden echt lang. Klar, werde ich nicht mehr vom Gleichen machen. Also wenn ich jetzt 5 Seiten zusammenknicke, dann werde ich den Rest ohne euch knicken und dann euch das geknickte Ergebnis zeigen. Ich werde aber schon die Arbeitsschritte so machen, dass ihr mitverfolgen könnt. Vielleicht kriege ich ja auch mal hier oder da Kommentare, dass ihr euch Sachen oder Elemente wünscht, die ich einfach mal bauen soll. So, das ist jetzt erstmal der Anfang des ganzen Spaßes. Ich habe ein Buchcover, das ist nackig. Wenn man sieht, ist das hier noch so sehr nackig-wuselig. Ich werde im nächsten Abschnitt, werde ich euch erklären, was ich eigentlich vorhabe. Also mal abgesehen davon, dass es ein Junk Journal wird, wird da natürlich ein bisschen... Ja, wird es ein bisschen Thema geben, wird es ein bisschen Seiten geben. Ich habe hier schon mal angefangen, mir so ein bisschen was zusammenzusuchen, was da vielleicht drin wohnen könnte. Dann fiel mir auf, oh, ich habe nicht mehr so viel gefärbtes Papier. Habe einen schönen schwarzen Tee aufgesetzt und habe jetzt erstmal ganz viel Papier eingeweicht. Wird natürlich nicht alles in diesem Journal landen, aber Papier braucht man ja immer. So, das ist hier der erste Streich, der erste Part an zusammengesuchtem Papier. Ich werde mich jetzt nochmal so ein bisschen auf die Suche machen und wenn ich alles Papier so beisammen habe, so das Grundlagenpapier, dann werde ich euch wieder mit dazu holen, euch erklären, warum ich welches Papier geholt habe oder gesucht gefunden habe und wie ich vorhabe, hier die Signaturen zu bauen. Ja, und dann dürft ihr mich gerne dabei begleiten, wie ich das dann wirklich in die Tat umsetze. Und seid sicher, gefärbtes Papier kommt auf jeden Fall drin vor. Ich habe jetzt so viel aufgesetzt und so viel angesetzt. Da wird was für dieses Journal dabei sein. Gut, dann genießt mal die Fahrt. Ich sage bis gleich in diesem Video. Für mich werden es ja wahrscheinlich ein paar Tage sein, im besten Fall ein paar Stunden. Ich glaube, so schnell trocknet mein Papier nicht. Und schnipp. Ja, wie angekündigt, habe ich Papier rausgesucht. Yippie! Ganz viel Papier. Also, wir haben uns den ganzen Spaß schon mal angeguckt. Wir haben schon mal festgestellt, dass dieser Rücken recht breit ist. Um genau zu sein, haben wir 5,5 cm Breite. Wir wollen ja irgendwie gefüllt werden. Ne? Also ganz zu Anfang ausgeschlachtetes Buch. Klarer Fall. Und jetzt erzähle ich euch und zeige ich euch mal, was ich hier so für Inhalte überhaupt gesucht habe. So einmal so ein bisschen was aus einem alten Faustbuch. Aus Faust 2, um genau zu sein. Keine Sorge, ich habe das auch noch mal in echt zum Lesen, in Heile. Ich habe auch hier nochmal aus einem Kinderbuch, einem alten Kinderbuch, was rausgeholt. Ein schönes Buch, eine schöne Buchseite. Man muss immer so ein bisschen gucken. Wir haben hier, mal gucken, ob ihr den Bildausschnitt überhaupt so richtig habt. Jupp, seht ihr. Also, die meisten Seiten, also die kleinen, sind so, dass wenn man sie halb falten würde, also wenn ich sie quer nehmen würde, würde man tatsächlich nicht viel davon haben, wenn ich sie jetzt so falten würde. Ne? Und deswegen ist immer die Überlegung, wie binde ich so eine Seite ein? Und da habe ich immer so die Idee, das immer so seitlich zu machen. Also, dass dieses Bild zum Beispiel so schräg
eingebunden ist, nicht rausguckt oder nur marginal. Und die andere Seite dann einfach auch sichtbar ist. Gut, aber da kommen wir gleich zu, wenn wir das Ganze zurechtfalten. Dann habe ich nochmal hier zwei Buchseiten, die ein bisschen heller sind, nicht ganz so vergilbt. Ich habe hier von meinem Lieblings-auseinandergenommenen Kochbuch, dessen Cover schon gebastelt ist. Mit zwei, drei Seiten, die sind relativ groß. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich echt ja, einfach quer nehmen. Auf einer Seite lang, auf der anderen Seite kurz. Wie ich das mache, zeige ich euch dann auch noch. Dann habe ich hier so ein bisschen Zentangle-Seiten gefunden. Die würde ich auch gerne so einbauen. Da bin ich schon am Überlegen, ob ich den nochmal in Tee schmeiße. Andererseits möchte ich die weiße Oberfläche hier erhalten, dass diejenigen, die es bekommen oder derjenige, der es bekommt, hier tatsächlich auch sagen wir, auf einem ganz neutralen Hintergrund ausmalen kann oder weitermalen kann. Das ist ja hier eine Anregung zum Weitermalen, das muss ja nicht zwingend nur ausgemalt werden. So, genau, hier haben wir nochmal ein paar Buchseiten, die ja, etwas größer sind als die kleinsten. Und auch hier würde ich sie einfach schräg falten und dann einbauen. Und jetzt läuft mein Mann gerade telefonierenderweise durch den Flur. Mal gucken, was der davon hat. Egal. So, auf jeden Fall hier ist erstmal so ein bisschen was, wo ich, also wo nicht so richtig viel Schreibplatz dabei ist. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, als man nämlich was aus dem Konzept gebraucht hat. Hier haben wir Seiten, die ziemlich gefüllt sind mit wenig Schreibplatz. Wie man das dann ändern kann, das machen wir im Verlauf des Journals nochmal. Jetzt kommen wir mal zu Seiten, wo ein bisschen mehr Platz ist zum Schreiben. Also einmal haben wir hier die frisch gefärbten Teeseiten, die dürfen natürlich nicht fehlen. Dann haben wir hier kaffeegefärbte Seiten und teegefärbte Seiten. Meine Schale oder meine Auflaufform, wo drin ich die Blätter immer färbe, hat Rostflecken. Herrlich. Deswegen haben wir hier so richtig schöne schwarze Flecken dabei. So, hier teegefärbt, kaffeegefärbt. Können wir auch schon mal direkt zur Seite packen. Auch hier ist immer die Überlegung, wie faltet man die dann? Kommen wir auch gleich zu. Und hier habe ich die alten immer Doppelbögen aus der Abiturzeit. Da wurde ja alles immer klingt Doppelbögen mit. Und dann mussten wir sie halb falten und durften in Deutsch und in Englisch immer nur die Hälfte der Doppelbögen beschreiben, weil die andere Hälfte zur Korrektur da war. Da habe ich jetzt hier so ein paar rausgegriffen. Die kann man natürlich schön komfortabel zuschneiden auf, ich sag mal, die richtige Buchgröße. Also so wie das Buch standardmäßig mit Papier gefüllt wäre, sind die prädestiniert für die dafür zuzuschneiden. Liegt einfach auch daran, dass sie schon hier also doppelt sind. Die haben schon schönen Falz und die kann man dann so ein bisschen als Leitfaden nehmen. Und alles, was über die dann hinaussteht, ist dann einfach der junkige Anteil des Journals. Ja, des Weiteren haben wir hier ein bisschen, sagen wir mal, einfaches Papier. Einmal ein sehr festes, das müsste 130 Gramm sein. Dann haben wir ein Vellum. Dann haben wir hier so ein Büttenpapier. Das hat sogar eine Wasserzeichen, damit ihr alles täuscht. Ganz feines Papier. So, hier nochmal ein bisschen Schreibblockpapier. So, das sind alles die neutralen Sachen, wo man gut und easy drauf schreiben kann, ohne weitere Hilfsmittel. Dann haben wir nochmal was, was man schön zuschneiden kann, weil sie schon zur Hälfte. Also, weil sie schon Doppelseiten sind und die Falz haben und alles drum und dran. Alte Buchseiten aus einem Beethoven-Buch. Altes Notenpapier. Auch diese hier würde ich zuschneiden auf die richtige, also richtige Buchgröße. Hier muss man allerdings gucken, weil das ist wirklich altes Papier, dass man den Rücken ein bisschen verstärkt. Und gegebenenfalls, liebes Buch, komm mal hier rüber. Gegebenenfalls kann man auch sie so einbauen und dann die Außenseite nochmal reinklappen. Das ist ganz schön dabei, weil einfach auch die Außenseite hier mit der Nummer und auf der anderen Seite mit dem nächsten Notenschlüssel eigentlich dafür sehr geeignet sind. Das Ding ist einfach, auf diesen Seiten kann man auch wiederum nicht gut schreiben, wenn man nicht sehr geübt im Junk Journal schreiben ist. Weiter im Gebiet. Hier habe ich ein bisschen Designpapier rausgesucht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich alles nehme.
Ich werde auch gleich mal durchgucken, durchzählen, wie viele Signaturen ich hier wirklich einbinden möchte. Ich schwanke zwischen 4 und 5. Also die Seite, das Buch ist ziemlich breit. Also mit 5,5 cm wirklich ein schon breites Buch. Da wäre beides möglich. So. Bisschen ordentlicher finde ich immer, wenn man eine Signatur weniger nimmt. Bisschen ordentlicher deswegen, weil die nicht so aufklaffen, die Signaturen. Das heißt, wenn man dann eher 5 Signaturen mit 8 oder 9 Seiten nimmt, ist was besser, als wenn man 4 Signaturen mit, keine Ahnung, 13, 14 Seiten nimmt. Ja, das ist dann ein Rechenexempel, wie viele Seiten man wirklich einbauen und was passiert denn dann eigentlich? So, ich habe hier ein bisschen Designpapier beidseitiges. Bei solchen Seiten bietet es sich auch immer an. Also erstmal die auf die brauchbare Größe zuzuschneiden. Wenn man sie einmal gefaltet hat, müsste das eigentlich gut funktionieren. Und man kann dann natürlich hier so ein Schnipsel, so ein Stück Block irgendwie draufkleben. Oder auch eine Tasche mit so einem Schreibbereich, wo man dann einfach noch was dahinter stecken kann. Das bietet sich bei solchen festen Papieren, die auch doppelseitig sind, immer sehr an. So, dann haben wir hier noch so ein schickes Ding, einfach so ein bisschen verwaschenes. Und die beiden Seiten hier werden zum Beispiel wieder großartig zum Schreiben. Also die haben auch eine Oberfläche, die ist nicht so spiegelglatt foliert oder irgendwas, sondern die ist wirklich, hat eine gute Haptik. Und dann kommen wir hier auch mal zu den Stamperia-Seiten, die ich auch rausgesucht habe. Bei denen ist es ähnlich. Also da habe ich auch welche rausgesucht, die Platz zum Schreiben bieten. Aus verschiedenen Papiersets. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr alle, wie die heißen. Ich glaube, einmal war Precious dabei. Das ist natürlich herrlich, ne? Also wenn man hier was draus machen würde, das ist ja spiegelverkehrt, herzhaft. Kann man mal drüber nachdenken. Ja, und also viel Platz. Achso, apropos viel Platz. Dieses Papier hier habe ich mir überlegt, würde ich glatt als Coverpapier nehmen. Also jedenfalls ein Teil davon, weil ich sehr gerne. Ich will, also, sagen wir mal so, ich teile einfach mal ganz ungefiltert meine Überlegungen mit euch, ne? Wenn ich nämlich dieses Papier hier aufs Cover bringe, sagen wir mal so, also es ist, ich würde die Kanten hier würde ich nochmal einschlagen. Es würde natürlich auch Buchecken geben und dann würde das bis hierhin gehen ungefähr, wenn ich dieses Papier hier anständig drauf setze. So, das würde von vorne schon mal sehr schick aussehen. Meine Überlegung geht dahin, dass ich in diesem Bereich hier nochmal irgendwie nochmal ein weiteres Heftchen oder irgendwas draufsetze. Alternativ einfach auch ein Foto mit ein bisschen Jute oder ein bisschen Seide, irgendwie sowas. Auf jeden Fall könnte ich dann die Rückseite auch mit dem Papier hier covern. Bräuchte allerdings was für den Buchrücken. Da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Aber sowas ist wie Appetit kommt beim Essen, ne? Also es passiert dann irgendwie was, wenn man anfängt damit zu arbeiten. Möglicherweise werde ich sogar die Kanten mit einem Juteband einfassen und auch den Buchrücken mit einem Jutestreifen versehen, wo ich dann einfach hier so einen ganz schmalen Streifen von diesem Papier draufsetze. Irgendwie so. Was ich mir hier jetzt auch überlegt habe, ich möchte gern eine verdeckte Bindung machen. Aber eine verdeckte Bindung in 2 Schritten. Das heißt, ich würde schon den Buchrücken hier nutzen und hier durchstechen, durcharbeiten. Und dann ist die Bindung hier, sag ich mal, auf dem hohen Cover offen. Damit ich das rohe Cover allerdings mit dem Juteband oder welchen Stoff ich auch immer nehme, bedecken und dann den Papierstreifen draufsetzen, was dann dazu führt, dass die Bindung im zweiten Schritt erst verdeckt ist. Also auf dem rohen Cover ist sie drauf, das heißt, ich klebe sie nicht ein, wie oft bei der verdeckten Bindung üblich, dass man einfach die Bindung auf den Pappstreifen macht, den Pappstreifen dann ins Buch klebt. Ich dachte mir einfach, dass hier so ein bisschen den Rücken. Wenn man Auftrag nach draußen wäre eigentlich ganz schick. So ein bisschen 3D-Effekt an der Stelle. Ja, deshalb ist das hier mein prädestiniertes Coverpapier. Gefällt mir von beiden Seiten sehr gut, deswegen würde ich ein bisschen weinen, wenn ich das hier nicht benutze. Aber mein Gott, Shit happens, wie der Römer so sagt. Passiert halt. Man kann nicht alle retten.
Dann haben wir hier noch ein bisschen Atlaspapier. Ich finde einfach Atlaspapier total schön. Und ich finde auch, dass das gut und gerne in ein Junk Journal passt. Ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, wie ich es einbinde. Also ob man das, also ich deute es jetzt mal an, ne, ob ich das so schmal einbinde und dann daraus irgendwie noch so eine Taschenformation mache, nach innen. Ja, also wenn man jetzt, sagen wir mal so, ich würde es so einbinden, dass eine Seite voll ist, die andere Seite halb. Zack. Dann habe ich ja diesen Bereich übrig. Wenn man den hier einschneidet, kann man ihn nach innen quasi so in Wellen als Tasche oder als Doppeltasche bauen. Das fände ich eigentlich ganz cool. So, jetzt habe ich schon mal eine Idee verraten, die mir gerade so in den Sinn kam. Dann habe ich hier noch ein Stück Deutschlandkarte, auch aus dem Atlas. Und ja, die macht fast Sinn oder macht fast was her, dass man sie also einmal doppelt faltet. Würde auch gar nicht so viel rausgucken. Weil oben und rechts, links, der weiße Rand ist eigentlich egal. Das ist mir egal auf jeden Fall. Ja. Das sind erstmal meine Papierüberlegungen. Ich würde jetzt einmal Stück für Stück hingehen und würde versuchen. Nein, was heißt würde? Ist ja nicht konjunktiv. Also doch, würde ist konjunktiv, aber der Konjunktiv ist ja gar nicht gemeint. Da wurde ich doch glatt durch einen Anruf vom Papier zusammenstellen abgehalten. Ein Frevel. So, was hatte ich gerade gesagt? Wir wollen uns die Signaturen zusammenstellen. Und ich wollte hier einmal einen Blick werfen, wie groß eigentlich meine, sag ich mal, Standardpapiergröße werden soll. Und hier kommt noch ein kleiner Tipp am Rande unter Freunden. Schneidet euer Papier erst dann die Länge, wenn es gefaltet ist und zusammengestellt. Weil je mehr man hier in die Mitte reinpackt, desto weiter steht das Papier dann raus. Das heißt, hinterher ein Metalllineal und hier den Cut setzen, ist schon echt eine gute Idee. So, ich habe mir jetzt einfach mal das Ding hier als Beispiel geschnappt. Wenn ich jetzt das Buch hier umklappe, habe ich ein bisschen was rausstehen. Ein bisschen was rausstehen ist nicht so schlimm. Dieses Herzchen hier würde ich tatsächlich um den weißen Rand erleichtern. Oder knapp. Hier, ich würde hier so die Gradzahlen noch mitnehmen. Jetzt nochmal oben. Oben würde ich die Gradzahlen auch noch mitnehmen. Ich habe noch eine zweite Schneidplatte, die werde ich gleich hier benutzen. Und ich werde auch, also nee, nicht das Ding benutzen, sondern ich werde mir tatsächlich Linien dort zeichnen. Genau. Kurz mal nachgedacht, da darf man auch mal kurz schweigen. Ja, bei diesem Schatzi. Also ich werde mir jetzt sowieso gleich einmal die Signaturen hier zusammenlegen. Die hier kommen auf jeden Fall in zwei unterschiedliche. Ich habe hier einmal den Atlantischen Ozean. Also mein Gedankengang. Ich erzähle euch jetzt mal genau, was ich hierzu denke. Wenn ich das jetzt so falte, wird es ein bisschen schmal. Ich würde es am liebsten immer so falten, dass hier der größere Teil mit der Karibik ist. Und auf der anderen Seite, so, so trifft es ganz gut. So, machen wir das hier. Also mein Gedankengang ist, ich sortiere das hier ein in der Signatur. Schneide den Part ab hier auf, klappe es hoch und mache da draus die Taschen. Oder nicht die Taschen, sondern Taschen als solches. Vermutlich nach innen. Würde sich auf jeden Fall anbieten. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist auf jeden Fall eine Signatur. Das ist eine zweite Signatur. Also seht ihr den Rändern da oben noch? Oh, so ein bisschen. Ich habe sie ja aus dem Blickfeld rausgeschoben. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei, die ich zusammenstellen werde. Machen wir hier mal random. Großes Papier Inferno. Ich kann meine Kamera nicht noch höher hängen. So. Egal soweit. Ich teile jetzt erstmal ganz fröhlich auf vier Häufchen. Also hier haben wir die beiden mit Landkarten. Und dann machen wir hier nochmal
2 auf die Seite. Ich nehme mal mein erstes Papiergekröse und gucke mal, dass ich hier. Hier seht ihr davon. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4 Haufen mit Papier. Jetzt habe ich hier so ein bisschen loses Einzelpapier, das vielleicht zum Schluss zu sortieren. Die beiden Seiten packe ich jetzt mal in die Signaturen, die keine Landkarte haben. Hallo. Danke. Also jetzt habe ich hier 4 der Doppelbögen und teile die halt auch entsprechend auf. Na, ich habe sogar 5 Doppelbögen. Oh mein Gott. Kommst du hier noch mit? Vielleicht werden es auch 5 Signaturen, wer weiß. So. Schon mal 4 von denen. Ich habe auch noch von dem mal gefärbten Papier hier, betäten Papier, habe ich auch noch welches. Also was heißt noch? Ich habe einiges an gefärbtem Papier. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die 2 Seiten, die dritte. Jetzt haben wir hier zum Beispiel diese. Kann man ja wunderbar auch auf die Atlasseiten mal aufteilen. Das hier ist alles ein bisschen besonderes Papier. So, dann haben wir hier mal das Cover mal ganz woanders hin. Auf dem Laptop, ne, zu legen. Das ist das Cover. Hier das interessante. Ja, ich weiß noch nicht genau, kann ich daraus irgendwas Sinnvolles machen? Also höchstens eine Signatur, die so ist, aber eigentlich auch nicht so richtig. Legen wir das mal hier rüber. Geben auch diesen beiden Signaturen mal ein bisschen Papier. So. Jetzt haben wir die beiden schicken. Und die beiden schicken hier. Und jetzt haben wir die ganzen kleinen Einzelseiten noch. Ich mache mal eben eine kurze Zählung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Also 9 Seiten hätte ich jetzt ungefähr bei jedem. Jetzt kommt hier so ein bisschen der Kleinkram durch. Also ich mache mal so, die lege ich mir mal als Reminder her, weil ich habe nämlich auf jeden Fall noch andersfarbiges Papier, was auch irgendwie da rein möchte. Ich habe hier noch so eine Doppelseite. Die stecken wir mal hier mit rein. Ich habe mal eine Kochbuchseite, die stecken wir mal da mit rein. Ein Bild dort. Dann haben wir noch Vellum und eine weitere Seite. Dann haben wir 1, 2, 3, Heinz Schluck auf. So, jetzt haben wir tatsächlich einiges an Papier, 4 Signaturen. Ich würde es einfach mal dabei belassen. Gucken, was man hier und da noch machen kann. Was auf jeden Fall noch interessant ist, ist ein bisschen andersfarbiges Papier, wo ich jetzt echt schwer dran komme, was drauf liegt. Gucken wir mal. Ich gehe mal davon aus, dass mein Mikro das hier ganz brav mitmacht. Zum Beispiel habe ich nämlich hier noch Perlmutterpapier. Eigentlich hatte ich auch Perlmutterpapier mit einer weißen Rückseite. Wo ist das denn gelandet? Ah, der Mensch. Also, ich komme jetzt hier auf euch zurück mit Perlmutterpapier. Nach Doppelbögen zumute ist. Wir haben noch welche.
Man muss ja auch nicht in jede Signature unbedingt eine andersfarbige Seite reinbringen. Muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein. So, die bringe ich mal, die feste bringe ich mal dahin. Den mal dort. Packen wir mal die letzte mit dem Glitzerpapier aus. Eine Mutpapierseite, den Müll zur Seite. So, meine lieben Freunde der irischen Volksmusik, wir haben fertig. Nein, fertig haben wir noch lange nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall 4 Teile zusammengestellt, die wunderbar Signaturen werden können. Ob sie es wirklich so werden, müssen wir uns anschauen. Auf jeden Fall haben wir ein schönes, junkiges Ensemble an Papieren. Ja. Zwei, drei. Ich werde mir jetzt gleich mal eine Klammer schnappen. Mach gleich mal eine kurze Pause und klammer mir die Signaturen entsprechend zusammen, dass ich die Papierzusammenstellung hier nicht versaubeutel. Jede Signatur werde ich einzeln bearbeiten und hier schon mal zurecht bauen. Ich werde euch das anhand einer Signatur mal zeigen, wie ich vorgehe. Am besten gleich eine, die ich mit der Atlasseite da gemacht habe. Und dann werde ich die anderen ohne Kamera machen, weil sonst wird das Video wahrscheinlich furchtbar elendslang. So, also 1, 2, 3, 4 Signaturen werden hier reinkommen. Und das Buch hat eine Länge von, oder Papierlänge, auf jeden Fall könnten wir 15, maximal 15,5. Und von der Höhe her könnten wir hier 15 plus 5 plus 7. 22,50 ist die maximale Höhe, die wir hier verbauen können. Gut, ich suche mir mal kurz Klemmchen, dass ich das Papier hier zusammenklemme und es mich nicht in den Wahnsinn treibt. Ich bin gleich wieder da. Die Sachen sind erstmal zur Seite geräumt in kleinen geordneten Häufchen. So, nochmal für mich zur Erinnerung und auch für euch. Maximal 22,5 hoch und 15,5 breit. That's the challenge! So, wir haben zum Beispiel, mit dem hier will ich jetzt nicht anfangen, man kann dieses Dingens hier gut falten. Ich würde mir erstmal eine Basis suchen. Und als Basis nehme ich jetzt einfach mal mein normales gefärbtes Papier. Ich werde das nicht im Longslim-Teil steil machen, sondern einfach wirklich ganz stumpf aufeinander und bei dieser Seite wird es mit Sicherheit nichts zu schneiden geben. Jedenfalls ist die hier safe. Schon ein bisschen. Ich werde sie nicht zu junkig machen. Es gibt hier noch die Herzchen, die mit einem Hammer auf ihr Junk Journal einprügeln. Ja, interessant. Mache ich trotzdem nicht. So, das hier sind die ganz easy peasy. Ja, hier kann man gucken, ob man das helle oder das dunkle außen oder innen haben will. Ich mache das jetzt einfach so. Wir haben ja noch mehr Signaturen. Den habe ich das dann umdrehen. So, jetzt haben wir ja die normalen Seiten, sag ich mal. Ganz stinksturznormal. In puncto normale Seiten. Da könnten wir uns jetzt hier mal so ein Ding als Beispiel nehmen und dieses hier drumherum falten. Und überlegen, ob ich hier oben noch einmal die Schneidemaschine langziehe. Andererseits finde ich eigentlich den Riffelrand ganz interessant. So, also wenn ich das Ding jetzt hier einfach als Beispiel nehme, es dürfte ein bisschen rüber gucken. Also ihr seid, mein Gott, bleibt doch einfach mal hier liegen. Die Seite würde hier schön mittig eingepasst werden. Das dürfte hier ein bisschen rüberschauen. Und ich würde jetzt hier die Faltung vornehmen.
Das heißt, wenn das hier drin ist im Journal, guckt es oben und unten ein bisschen raus. Ich würde es eher mehr oben rausgucken lassen als unten. Ich korrigiere die Faltung ein ganz kleines bisschen, mildere sie ein ganz kleines bisschen ab. Das ist im Endeffekt nicht schlimm, weil das hinten, also das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr gerade. Soll auch nicht. So, das würde ich dann eher so einbinden, dass es mehr oben rausguckt, weil unten steht es ja einfach drauf. Also man möchte, die meisten Leute stellen sich ihre Bücher einfach ins Regal. So, außen guckt es auch ein bisschen raus, das gefällt mir aber gut. So, jetzt haben wir hier so ein Dingens. Hier würde ich mal so ganz, ganz platt einfach tatsächlich doch mal die Schneidemaschine bemühen. Mir jetzt wenigstens einmal vorschneiden. 22,5 ist die maximale Höhe. Welche Seite? Oben oder unten einen breiteren Streifen? Ich glaube einfach unten hätte ich gerne einen breiteren Streifen. Machen wir mal. Hier mal mit 22,5 schneiden wir mal was ab. Und die ganzen Streifen, die dann übrig sind, hier, die werde ich aufheben und werde sie in ein Mini-Büchlein umwandeln, was auch bestimmt Einzug hält in das Ganze. So, dann hat man ja gesagt, 15,5 sollten wir als Maximum annehmen. Das können wir hierbei gut machen. Dann haben wir ein bisschen Papier über. Daraus kann auch wieder ein kleiner Block oder sowas entstehen. Da habe ich nämlich auch ganz viele kleine süße Sachen, die so Kaskadenblöcke sind. So, jetzt haben wir die nächste Seite, die brauchbar ist. Ja, Freunde der Nacht, was machen wir hiermit? Wir könnten das theoretisch... Könnt ihr die Skala da oben noch sehen? Na, ganz knapp, ne? Machen wir das ein bisschen runter. Hier haben wir oben, ihr seht hier die 15,5 dort. Ich könnte mir jetzt den Spaß machen, das hier rüberfalten. Was dann wichtig wäre, ist die Falz, die ich mir hier gerade ziehe, nochmal mit Klebeband zu verstärken. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der anderen Seite? Holen wir die auch rein? Geben wir die raus? Können wir eigentlich auch rein? Raus? Rein, raus, raus, rein. Rein, raus, raus, rein. Ihr versteht mich schon, oder? So. Zack. Jetzt haben wir schon mal zwei Seiten mit Taschen. Ganz ehrlich, reicht mir hier tatsächlich... Reicht mir tatsächlich eine Seitentasche. So. Stift, wo bist du? Auch hier würde ich jetzt tatsächlich mal die 22,5 nehmen und meiner Schneidemaschine zumuten, vier Seiten Papier zu schneiden. Wo ist denn jetzt der Strich? Da. Ein bisschen flott auf der Brille hier. Damit hätte man theoretisch wieder einen kleinen Abschnitt, den man irgendwo anders unterbringen könnte. Wäre eine Überlegung wert. So, ich würde es allerdings nicht, bei dem Notenpapier habe ich ja mehrere Notenpapiere, also quasi in jeder Signatur habe ich ja eins und ich würde sie jetzt nicht jedes Mal gleich anordnen. Also ich würde tatsächlich in einer Signatur mal die Taschen so machen, in der anderen vielleicht von unten hochklappen, in der dritten gar keine Taschen dran setzen. Es muss auch nicht alles in der Tasche haben. Lasst euch das gesagt sein. So, hier hat man so Faltung ja eh schon gemacht. Das Einzige, was ich hier machen will, ist gucken, dass wohin ich das aufschneide, dass wir es hochklappen können. Und auch hier ist die 22,5 wahrscheinlich das Beste. Das ist nicht nur wahrscheinlich. So, hier nehme ich jetzt einfach mal eine
Wie ganz normales Schnippschnapp. Damit würde ich jetzt auch gar nicht, oder werde ich jetzt auch gar nicht anfangen, großartig zu falten und die Pocket schon mal zu machen. Das Einzige, was ich hier machen würde oder machen werde, ist zu entscheiden, mache ich sie innen oder außen. Also definitiv wird, na komm schon, definitiv wird es eine Faltung in diese Richtung geben. Das heißt, die Unterkante ist klar. Was man dann bedenken kann, man kann hier noch zum Beispiel so einen Satz reinpacken oder ähnliches. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Ich möchte die nach innen machen und die hier nach außen. So. Wie gesagt, was auch immer daraus dann später wird. To be defined. Theoretisch möglich ist auch sowas. Ja. Wir werden sehen. Ich wollte erstmal meine Signaturen zusammenstellen, locker flockig lose. Schneidmaschine, du kannst mal ein bisschen zur Seite gehen. Hier haben wir nämlich wieder sowas ganz Lockeres. Ein DIN A4 Papier ohne großen Aufwand auf den Stapel. Nehmen wir uns hier wieder so eine Seite. Ich liebe das immer, wenn die Seiten nicht einfach so quer sind oder so einfach, sondern ich mag es wirklich, wirklich sehr, wenn sie erstmal ein bisschen rausgucken. Also so schief sind, sag ich mal. Na, gerade die, mit denen kann man ja eh nicht so viel anfangen, wenn man sie so lassen würde. Gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Seiten hier sich einbaut. Dazu ist so ein Mittelblatt, also so ein ich falte es einfach mal drumherum, Blatt, ganz cool. Ja, jetzt haben wir hier eine Seite, die ist total spannend. Das ist dieses lustige Kochbuch. Gefüllte Kalbsbrust ist super vom Veganer. Und eine halbe Seite mit richtig viel Platz. Die muss auf jeden Fall für mich außen sein, weil sie wirklich Schreibplatz bedeutet. Ich weiß gar nicht, was wäre, wenn ich die jetzt hier so. Guck mal zu weit raus. Ich muss das ein bisschen flacher arrangieren. So, hat die Rückseite direkt Platz zum Schreiben. Fällt mir gut. Ja, und jetzt sind eigentlich nur noch, jetzt sage ich eigentlich immer eigentlich, spannend, jetzt sind eigentlich nur noch die Designpapiere übrig. Schon wieder eigentlich gesagt. Und die Designpapiere. Bei denen habe ich immer die Überlegung, was dieser Seite erhalte ich? Also, erhalten. Ich muss, irgendwo muss ich hier einen Cut setzen. Wenn ich die hier zusammen nehme, das müsste eine 30er sein, easy peasy, die kommt in der Tiefe oder in der Breite auf jeden Fall hin. Das heißt, hier bin ich schon mal fein und safe, das heißt, die passt. Nun ist dieses Blatt, aber wie wir schon festgestellt haben, nicht 22,5, sondern 30,5. Das heißt, nach Adam Riese müssen hier 8 cm ab. Mit welchem Papier kann ich mit 8 cm am meisten anfangen? Zumindest eine Hochzeitsseite. Also wenn ich jetzt hier die Rosen durchschnibbeln würde, die müssen Pfingstrosen sein, würde mir das im Herzen wehtun. Das heißt, ich nehme hier oberen 8 cm. Dann holen wir die einfach mal ab. So, jetzt habe ich hier
eine wunderschöne Außenseite. Möglicherweise ist das die Außenseite meiner Signatur. Who knows? Sowas habe ich zum Beispiel noch gar nicht festgelegt. Ich sehe gerade, irgendwie sind die unterschiedlich. Meine Schneidemaschine scheint ein bisschen schief zu sein. Naja. Jetzt sagt meine Oma immer, schief ist Englisch und Englisch ist modern. Ja, guck mal. Habe ich tatsächlich ein bisschen verschoben. Oder es bleibt vorher schon schief. Wer weiß. Aber auch das ist Junk Journal, Freunde. So, ich habe jetzt hier wieder so einen Streifen übrig. Möglicherweise ist das eine Ergänzung für mein Cover. Das könnte man nämlich, wenn man den Streifen hier auf die auf den Rücken nimmt, könnte das vielleicht gut sein. Oder es ist was für ein Mini-Booklet oder so. Jetzt haben wir hier das Papier, was auch... Ja, hier ist das, glaube ich, wurscht, piep, egal, von welcher Seite ich die 8 cm schnipsel. Ich wähle einfach hier. So wichtig ist bei diesem Scheibenwischer einfach ein bisschen besser festhalten. Dann klappt es vielleicht auch. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier gleich hoch haben. Ja, annähert. Man glaubt es kaum, ich habe meinen Schreibtisch noch leerer geräumt. Das heißt, ich habe hier einiges an Bastelutensilien ein bisschen weiter weggeräumt oder verbannt vom Schreibtisch. Die jetzt alle rechts und links von mir auf den Schränken und Regalen sind. Damit ich hier ja, einfach ein bisschen Raum habe zum Werken. Ich hatte ja gerade schon die Idee, dass hier könnte die Außenseite sein, ne? Ich stelle jetzt einmal zusammen. Und nach welchen Kriterien stelle ich jetzt zusammen? Also einmal so ein bisschen Farbe, aber auch Struktur und Größe. Und auch die Frage, ist es beschrieben oder nicht? Jetzt schmeiße ich den nämlich als allererstes mal einfach wild zusammen. Und später fange ich an umzuräumen. Das heißt, erstmal wird hier alles irgendwie in ein Cover geschmissen. Also ich schaue mir schon vorher an, welche Seite benutze ich fürs Außen, welche Seite benutze ich fürs Innen. Also wenn man eine schöne Seite hat, die man einfach innen irgendwie auffächern kann, sollte man das auch auf jeden Fall tun. Was haben wir denn hier noch? Noch so ein buntes Ding. Also hier würde ich tatsächlich die Atlasseite noch innen nehmen. Wenn ihr mich fragt, aber mich fragt ja keiner. So. Weiß, hell. Jetzt bin ich damit auch nicht ganz so happy, dass das hier wirklich die Mitte ist. Da muss noch irgendwie was dazwischen, finde ich. Der weiß auch einfach nur so, dass du dazwischen bist. Das Einzige, was ich jetzt mache, also ich klopfe die nicht irgendwie so zusammen, dass sie alle nach unten fallen. Ich gucke nur, dass unten nichts rausguckt, oben darf rausgucken, so viel will. Was ich mache, ich klopfe einmal in die Richtung. Wenn ich mir jetzt die Atlasseite angucke, die guckt ganz schön weit raus. Wenn man das Buchcover zumacht, guckt sie dann immer noch so weit raus. Ja, tut sie. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel die Atlasseite ein bisschen schneiden. Ich könnte jetzt aber auch Folgendes tun. Sie weiter nach innen packen. Ähm,
innen packe. Dann habe ich hier wieder die nächste Tasche. Das passt nicht ganz so gut. Das heißt, da müsste ich vielleicht ein wenig improvisieren. Wie ich eigentlich diese Innenseite ganz gut finde. Improvisieren wir mal. Wir machen das mal so. Ihr müsst das jetzt nicht verstehen, das ist nicht nötig. So, gucken wir mal. Wenn ich das Journal jetzt so zumache, da rechts raus schon ein bisschen, ist okay. Also gesetzt den Fall, ich lege das Ding auf den Rücken, pack das Zeug da rein, guckt hier ein bisschen was raus, finde ich ganz cool. Also, diese Signatur gefällt mir schon mal von der Zusammenstellung her. Und ich habe Seiten zum Blättern, wobei hier die beiden zusammen gefallen mir tatsächlich doch nicht so. Ha. Seht ihr, man findet doch immer wieder was, weil wenn zwei so ähnliche Seiten hintereinander sind, finde ich das rechtlich langweilig. So. Und hier würde ich mich auch die beiden einmal umtauschen. Seht ihr, die sind so Ton und Ton. Da kriegt mein Anti-Monk eine Krise. So, der Anti-Monk sagt nämlich immer, du musst nicht alles gleichförmig machen. Nee, Anti-Monk, hast du vollkommen recht. Machen wir mal so, blättern wir nochmal. So, Cover. Also, Innencover. Es folgt eine beige Seite. Okay. Es folgt eine weiße Seite. Es folgt eine Tasche. Es folgt ein T-gefärbter gegenüber Sandpapier. Buchseite hell. Vergilbt. Liniert hell. Vergilbt Kochbuch. Weiß. T-gefärbt. Und gezählt eins. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blätter, wobei aber mindestens mal zwei kleine Blätter sind, die zähle ich nicht. Also zähle ich nicht als vollwertige Seite. Ja, jetzt bin ich mit der Zusammenstellung hier zufrieden. Auch mit den Farben, die sich abwechseln oder auch mal, ich sag mal, nicht zusammenpassen. Das, was hier rausguckt, ist okay. Damit kann ich meine Signatur auf jeden Fall bauen. Ja, Leute, jetzt habt ihr das erste Video geschaut. Ihr wisst jetzt, wie ich vorgehe, mir Papier zusammenzukramen, das Papier auswähle, wie ich es falte, zuschneide und im Endeffekt in eine Signatur sortiere. Wenn ich die Signaturen fertig sortiert habe, würde ich mich mal daran setzen und das Einbinden vorbereiten, sagen wir mal so. Da ist ein bisschen was für zu tun, das wird dann das nächste Video sein vermutlich, dass ich das Signaturen einbinden vorbereite. Bis dahin werde ich hier auch eine Innenseite haben. Das heißt, irgendwie muss ich ja hier oder möchte ich hier innen auch ein Innencover haben. Dann was Innencover, das ist ganz gut. Und ich weiß nicht, welche Gedanken ihr euch so macht, wenn ihr eure Signaturen auswählt und zusammenkramt. Die anderen drei mache ich freie Hand und ohne euch. Ich überlege gerade, ob ich sie einfach im Zeitraffer mache. Nein, ich glaube, ich mache sie einfach ohne euch. Ihr seht dann die fertigen Signaturen. Ich werde euch einmal kurz durchführen, was ich mir dazu gedacht habe. Und dann machen wir uns ja an die Covergestaltung. Weil im Endeffekt ist das jetzt die gleiche Soße in drei unterschiedlichen Töpfen, die ich für die Signaturen an Gedanken irgendwie anwende. Ja, dann hoffe ich, dass ihr dabei Spaß hattet und ich euch nicht zu sehr verwirrt habe mit meinen Zwischenüberlegungen. Und dann sage ich mal bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.